Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Ja, Dark Souls 2, da sind wir immer noch. Da spielen wir immer noch. Für euch müsst ihr jetzt, wenn ich fleißig hochgeladen habe, eine Woche vorbei sein. Für mich sind 2 Stunden vorbei. Ja, so schnell kann es gehen. Kardinals. Genau, wir haben ja jetzt einen Shortcut. Oh Gott, ihr habt euch das wahrscheinlich gemerkt, so eine Woche rum. Bei mir sind es jetzt 10 Minuten rum. Ich habe die ganze Festplatte voll gemacht, deswegen war jetzt bei der letzten Folge abrupt Ende. Aber halt. Okay, der Pisser will uns hinterher. Wie lange willst du uns hinterher? Come on, bring it down, bitch. Ey! Ich war gerade übel verwirrt wegen meiner Katze. Die kommt einfach an, stellt sich nämlich auf mein Bett, ist dann in der Höhe meines Kopfes mit der Nase und stupst meinen Kopfhörer an. Ich habe mich übelst erschrocken, so, was ist denn jetzt los? Und dann auf einmal war das eine süße Katze. Was passiert, wenn wir hier drauf gehen? Na klar. Na klar. Na klar. Na komm. Wir haben einen Shortcut. Deine Mutter schluckt Schwänze, aber das ist so hardcore, das kannst du dir nicht vorstellen, wie. Okay, das ist auch verschlossen. Kriegen wir das denn alles mal auf? Es gibt ja keinen Generalschlüssel. Kommt jetzt mal ein Boss? Ja, scheiße, Mann. Ich bin. Nein. Ficken. Der letzte Riese. Oh, ich mache ja wunderbar viel Schaden. Ach, das konnten wir Gott sei Dank noch abblocken. So, das wird ein lustiger Kampf. Wobei, jetzt nicht so schwer. Wir können auf die Füße. Okay, wir können Füße anvisieren. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Wir trinken erst das Flakon. Wir haben gerade fett aufs Maul gekommen. Okay, ausweichen. Ausweichen. Wir warten, bis wir uns. Okay, der tritt jetzt ein bisschen schneller zu. Okay, das kriegen wir hin. Ah, ficken! Aber im zweiten Angriff würden wir sowas niemals überleben. Deswegen immer schöner nachheilen. Komm, den schaffen wir First Run. Der hat irgendwas gemacht. Der hat sich einen Arm ausgerissen. Ich. Alter, lass mich doch hier weg. Alter. Ich sollte ihn wieder zum anderen Ende des Raums pullen. Triggern, kiten, whatever. Boah! Das hat uns jetzt böse getroffen. Nein! Puh. Das war der erste Boss, wie es aussieht. Ja, den kriegen wir auch noch down. Keine Sorge, liebe Freunde. Überhaupt kein Problem für uns. Und danach freuen wir uns an massig XP. XP. Jetzt einen Verbündeten heraufbeschwören, das wird vielleicht doch ein bisschen nice. Aber wir haben keine Menschlichkeit mehr.
Aber diese Stimmen, Geräusche, das passt immer. Ja, da war's, ja. Wir benutzen Rapier oder so. Aber wir waren vorbereitet und haben ihn Bruchstücke geschlagen. So, wir gehen wieder durch die Nebelwand. Oh Gott, der Rex so gefailt. Also in der Mitte zu kämpfen ist vielleicht doch am besten. Okay, wir müssen echt ein bisschen aufpassen. Boah, wie der ausholt beim Treten. Wir gehen mal zum anderen Bein. Schade, dass wir den nicht irgendwie zum Fall bringen können, wie den Eisengolem aus Dark Souls. Ach, deine Mutter schluckt Riesenschwänze. Und das hat die wahrscheinlich auch wirklich getan, ne? Okay, das ist eigentlich so ein Damage-Moment, wo wir und Damage-Output haben könnten. Aber da wir gut sind. Eigentlich ist es mir schon fast lieber zu blocken, wenn wir es schaffen würden. Okay. Wir haben nicht mehr viele Lebenssteine. Was zum Fick ernsthaft? Oh Gott, oh fuck, Mann. Mann, Alter. Wir gucken mal, wie sieht's mit diesem Schild aus? Komm, das macht halt, ist halt ein bisschen besser. Und sieht ja auch noch schick aus. Wir verlieren immer mehr Leben. Das wird langsam zu einem Art Problem. Aber wartet. Ich glaube, wir haben... Nein. Scheiße, haben wir nicht. So, das ist... Wir schaffen das, keine Sorge. Wir schaffen das auf jeden. Wir helfen uns sogar ein bisschen. So, erstmal... Keine Ahnung, was es macht, aber... Es macht halt etwas. Und das ist, was wirklich zählt am Ende. Ey, wir sind doch ausgewichen. Sollen wir den nackt bekämpfen? Vielleicht stoppen wir doch besser. Nee, das ist meine. Das ist einfach die Sensibilität der Maus zu hoch gerade. Scheiße. Haben wir wohl ein bisschen zu dick aufgetragen. Hacke von vorne will er nicht treten, aber schlagen will er. Er ist langsam, das ist unser Vorteil. Boah, der sieht echt übelst demoliert aus. Tut er mir schon fast leid, weil wir ihn nicht so arg killen müssen. Ey, ich bin doch ausgewichen zum letzten Fick nochmal. Ah, komm, da wir sowieso tot sind, wenn wir den jetzt nicht schaffen. Nein, fast! Da! Alter Vater! Ah, ich bin doch kein Noob, ich kann sowas, das mache ich hauptberuflich. Und wir verlieren immer mehr Leben. Das
ist schlecht, das ist sehr schlecht. Was ich mal versuchen könnte, wäre beidhändig direkt in die Schlacht zu rennen. Und dann mit der Verzauberung, vielleicht klappt das ja. Okay, der wäre jetzt auch down gewesen, wenn das mit der Steuerung nicht ein bisschen doof gewesen wäre. So, also erstmal wusch. Komm her. Komm her, Kleiner. Okay, 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 okay. Dann gehen wir halt zum anderen Bein über. Bleib doch jetzt mal bei einem Bein. Wieder schon auf, der Dark Souls zu spielen. Okay, wir wurden jetzt einmal erwischt. Das lässt uns nicht abgeschreckt. Es hat uns also nichts gebracht. Da der so eine scheiß Reichweite hat. Okay, jetzt hast du uns sogar einen Gefallen getan. Aber jetzt macht er seinen Arm ab. Komm. Jetzt! Ah, wir haben es geschafft! Oh Gott, ja! Tja, alter Vater. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Was willst du? Rückzug. Nee. Oh Gott, wir haben es geschafft. Dreck mal zurückkehren. Ja, Kitty, du willst raus. Ich weiß. Jetzt, wo ich es geschafft habe, kenn ich dich auch. Wir haben es geschafft. Wir haben den ersten Boss down. Boah, reisen. Auf jeden Fall erstmal reisen. Alter, 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 Alter. Was sagst du dazu? Gar nichts sagt sie dazu. Okay. Die hätten mir das gleiche zu sagen. Wir haben keine Scherbe. So, worauf gehen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Warte. So, so, so. Okay, hier sehen wir das. CC. Ah, das hat einen guten Scaling, deswegen. Das hat eher einen besseren. Der ist ausgeglichen mit dem Scaling. Okay, das da unten rechts ist unsere Traglast. Ich verstehe. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Die. Einfach. Ich muss ein bisschen runterkommen. Aufsteigen. Dann können wir mehr leben. Und dann noch mehr Ausdauer. Das wäre erstmal alles so. Also dann gleichen wir es so ein bisschen aus. So. Gucken wir mal, ob wir nicht vielleicht. So haben wir was Feines zum Erwerb zahlreicher Seelen. Ziel des letzten Riesen halt. Oh Gott, ich bin. Miau bin ich. Da ist der Boss down. Reise. Da wieder hin.
so sprechen. Ja, aber auch nur Gegenstände kaufen. Oh. Du wirst keine mehr haben, wenn ich dir alles aufkaufe, ne? Oh. Das kaufen wir einfach mal. Weil damit können wir auch was machen. Sogar was sehr Gutes. Wir können damit nämlich die Schmiede öffnen. Weil ich das weiß, stand da gerade. Aber wir haben ja vorhin noch einen Schlüssel bekommen. Ein Schlüssel, irgendwie so ein Soldatenschlüssel. Und damit sollten wir jetzt einige Türen hier öffnen können. Hoffe ich doch mal. Zu einer der erhofften Türen gehört die Tür, wo dieser eine Typ vorhin die ganze Zeit stand, beziehungsweise steht. Seht ihr, das ist keine Nebelwand. Das heißt, wir haben den Boss geschafft. So, stirb, stirb. Öffne. Wie verschlossen. Deine Mutter ist ist ein Leuchtfeuer dahinter. Jedenfalls etwas, was brennt. So, dann, nee, dann gehen wir ja wieder nach oben, ne? Dann haben wir keinen Grund, hier oben zu sein. Was sind wir hässlich, dass wir da unten sind. Naja, ich denke mal, das passiert, wenn, weil man halt untot ist, ne? Ich habe aber keine Ahnung, was wir jetzt mit dem Schlüssel machen können. Ich habe echt keine Ahnung. Das ist aber das Mistvieh. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er eigentlich uns da jetzt in den Rücken sprengen würde? Zu hoch. Und die Antwort bei zu hohen ist da. Gegenstand aufnehmen. Großer Lederschild. Gucken wir uns alles mal an. Erstmal hier reinsetzen und hier. Was ist das? Großer Lederschild. Das sieht irgendwie aus wie... Ich habe keine Ahnung was. Das ist verdammt gut. Das können wir parieren. Der Schild ist gut. Sehr gut, würde ich sogar sagen. Die Werte waren ausgezeichnet. Jetzt nochmal zum Hingucken. Es kommt nichts, was besser ist. Oh Gott, da geht's auch lang. Wo geht's aber hier lang? Zu irgendwo, wo es böse Leute gibt. Nein! Tot bist du! Okay, hier sind wir wieder. Ah, die haben wir gerade gepult. Oh, vorhin sind die nicht gekommen. Können wir das jetzt öffnen? Ja. Aber wie es dahinter aussieht, seht ihr erst in der nächsten Folge. Bis